Hallo ihr Lieben, ich bin Sonja von Jurassic Fruit. Heute will ich euch erklären in 7 Punkten, was an der Jackfrucht so besonders ist. Bleibt dran bis zum Schluss, da habe ich nämlich noch ein paar Tipps für euch, wie man sie am besten öffnet und verzehrt. Los geht's! Erstens, die Jackfrucht ist die größte Frucht auf der Welt, die ein Baum tragen kann. Und zwar kann sie bis zu 50 Kilo wiegen und deswegen hängen die Früchte auch direkt am Stamm. Wir jetzt im Fruchtversand verkaufen natürlich nicht so große Früchte, die sind meistens nur 6 bis 8 Kilo schwer. Zweitens, der Jackfruchtbaum wird auch als Wunderbaum bezeichnet. Alles kann verwendet werden, das Fruchtfleisch und die Kerne zum Verzehr, die Blätter ernähren Tiere und das Jackfruchtholz ist total beliebt in der Manufaktur. Die Wurzeln werden in der Medizin verwendet und das ist auch ein Baum der Üppigkeit, der Fülle. Und zwar an einem Baum können pro Jahr bis zu 250 Früchte wachsen. Das entspricht 2 bis 3 Tonnen pro Baum pro Jahr. Und der Baum wächst super gut wild in allen tropischen Ländern und ernährt so viele Kleinbauern. Drittens ist die Jackfrucht mit der Durian, der Champedak und der Marron die älteste Frucht auf unserer Erde. Stellt euch vor, die gab es schon vor 110 Millionen Jahren, zur Zeit der Dinosaurier. Und ja, da sie eben auch 50 Kilo wiegen kann, ist das ja gerade mal so ein Happen für so einen Diplodocus. Die Haut, die ähnelt echt so richtig, ja, man könnte fast sagen, so eine Reptilienhaut. Und das ist also wirklich die ursprünglichste, jurassicste Frucht, die wir bei uns im Fruchtversand anbieten. Viertens ist die Jackfrucht gut für eure Gesundheit. Warum? Sie enthält viel Vitamin A und C, Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe, die euer Immunsystem stärken und vor Krebs schützen sollen. Und es ist eines der seltenen Früchte, das so viel Vitamin B6 enthält. Fünftens ist das Jackfruchtfleisch super lecker. Wie kann ich den Geschmack beschreiben? Also ich würde mal sagen, zwischen Banane, Guayabe und einem Schuss Zitrone, super lecker. Von der Jackfruit gibt es natürlich ganz verschiedene Sorten. Man teilt sie auf in 2 große Gruppen, und zwar die mit weichem Fruchtfleisch, auch Boubour genannt, und die mit hartem Fruchtfleisch, die ihr sicherlich alle kennt, die man hier auch in Europa findet. Und so eine Jackfrucht ist so richtig nährhaft. Also wenn ihr die isst, könnt ihr eine ganze Mahlzeit draus machen und nur das essen und danach seid ihr richtig schön satt. Sechstens, unreife Jackfrüchte werden in Südostasien schon seit langem zubereitet, gekocht, gebraten. Und hier im Westen wird es jetzt der Trend unter Veganern und Vegetariern. Und zwar wird das als Fleischersatz benutzt. Da die Konsistenz von der Jackfrucht genau an Fleisch erinnert, ist das also ja, ein super Ersatz. Kein Gluten drin, kein Soja und übrigens auch die Jackfruchtkerne werden zubereitet, gebraten und sind anscheinend total lecker, schmecken ein bisschen nach Haselnuss. Siebtens gehört der Jackfruchtbaum zu den Maulbeergewächsen, genauso wie der Gummibaum. Deswegen passt auf, bevor ihr die Frucht anschneidet. Und zwar, wenn ihr sie anschneidet, tritt ein milchiger Saft aus, der richtig klebt. Und wie ich euch am Anfang des Videos versprochen habe, gebe ich euch jetzt Tipps, wie ihr damit am besten umgeht. Also, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Entweder zieht ihr euch Gummihandschuhe an und schneidet damit die Frucht auf, dann habt ihr überhaupt keine Probleme mit den Fingern, dass die Finger mit dem Latex in Verbindung kommen. Macht euch keine Sorgen, das schadet nicht der Haut, aber es ist so richtig klebrig. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, dass ihr sie mit Öl vorher einreibt. Einfach ein bisschen Olivenöl. Da würde ich auch am besten das Messer mit einreiben und dann geht's los. Also wenn ihr eine ganze Frucht bestellt habt, dann schneidet ihr die jetzt einfach so der Länge nach auf, reißt sie dann mit beiden Händen auseinander und jetzt könnt ihr auch schon die Kerne rausnehmen, die in der Jackfrucht sind. Das sind ja ganz schön viele. Und dann nehmt ihr mit der Hand die kleinen Fruchttaschen raus. Um das alles einfacher zu machen, könnt ihr die Jackfrucht natürlich jetzt auch noch schneiden in kuchengroße Stücke. Genau, und dann geht es noch ein bisschen einfacher. Ja, für alle die,
die jetzt keine Handschuhe verwendet haben, am besten im Nachhinein ist, die Hände mit ein bisschen Geschirrspülmittel und Olivenöl einzureiben und dann unter Wasser. Also nur Wasser bringt überhaupt nichts. Ihr werdet sehen, das wird einfach kleben bleiben. Natürlich gibt es noch viele weitere Informationen, aber ich höre hier auf. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr noch neugierig seid, noch mehr wissen wollt, kommt auf unsere Homepage. Wir haben ganz viele Informationen über die Früchte und machen immer noch welche dazu. Bis dahin abonniert euch auf unserem Channel. Es gibt immer wieder interessante Infos über Früchte und weiteres. Ich sag euch bis dann. Ciao, eure Sonja.